Diese kleinen Körner nennt man Granulat. Könnt ihr euch schon vorstellen, was daraus hergestellt wird? Der Sack mit dem Granulat wird in einen großen Behälter gekippt und von einem Metallrohr aufgesaugt. Dieses Metallrohr gehört zu dieser großen Maschine. Sie ist 12 Meter hoch und nennt sich Extruder. Das Granulat wird von der Maschine angesaugt und aufgeschmolzen. Leider lief die Maschine während unserer Dreharbeiten nicht. Anschließend wird der geschmolzene Kunststoff mit Druck durch eine Düse gepresst. Nach dem Austreten aus der Düse erstarrt der Kunststoff und wird aufgeblasen. Die Breite und die Dicke der Folie wird über die Abzugsgeschwindigkeit und das Aufblasverhältnis eingestellt. Anschließend kühlt die entstandene Folienbahn ab und wird über Leitwellen zum Wickler geführt und dort geschnitten und aufgewickelt. Und habt ihr schon eine Idee, was es werden soll? Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann kommt mit. In dieser großen Maschine wird die weiße, langweilige Folie mit bunten Farben bedruckt. Leider kann man nicht wirklich viel erkennen. Darum zeigen wir euch, wie es funktioniert. Auf dieser Druckwalze gibt es erhöhte Stellen und auf diesen Erhöhungen bleibt die Farbe haften und wird dann auf die Folie übertragen. Diesen Vorgang nennt man Rotationshochdruck. Für jede einzelne Farbe braucht man eine extra Druckwalze. Die Fabrik bekommt Vorlagen von dem Kunden und die wird dann mit dem Druckergebnis verglichen. Wisst ihr schon, was es sein könnte? Die fertig bedruckte Rolle kommt jetzt in die nächste Maschine. Der erste Arbeitsgang ist, dass die Folie in der Mitte zusammengefalten wird. Als nächstes wird der Boden gefalten. Danach werden die Henkel gestanzt. Noch reißen die Henkel schnell aus, deshalb werden sie mit einer Extrafolie verstärkt. Im letzten Arbeitsgang wird die Folie verschweißt und gleichzeitig abgeschnitten. Ihr habt sicherlich schon erkannt, was es geworden ist. Wenn nicht, erkennt ihr es jetzt besser. Es ist eine Einkaufstüte.